In geheimer militärischer Mission ist heute in Cape Canaveral die amerikanische Raumfähre Atlantis zu ihrem ersten Weltraumflug gestartet. Atlantis ist nach Columbia, Discovery und Challenger der vierte amerikanische Raumtransporter. Die Herstellungskosten werden mit 1,1 Milliarden Dollar angegeben. An Bord sind 5 Offiziere der US-Streitkräfte. Ihr wichtigster Auftrag? 2 Nachrichtensatelliten neuen Typs im Weltraum auszusetzen, die auch nach Atomexplosionen noch funktionieren sollen. Im Kriegsfall könnten über diese Satelliten die Befehle des Präsidenten an die strategischen Streitkräfte übermittelt werden. Der Starttermin heute Nachmittag war bis zuletzt geheim gehalten worden, damit sowjetische Stellen den Flug der Fähre nicht verfolgen können. Auch über die Dauer der Mission ist nichts bekannt.